Hallo, mein Lieben. Herzlich willkommen bei Was ist los bei Hanni und Nanni? Fragezeichen mit Carlotta, Ellie, Nanni, Hanni, Jenny und Hilda. Wer ist Hilda? So viele Bilder. Und ich weiß nicht, wer welches Bild gehört. Und wir legen los mit Spiele, Tricks und Tabs. Und Hanni und Nanni rund um die Freundschaft. Und einem neuen Spieler, der ist Peggy. Herzlich willkommen, meine lieben Freunde, zu Hanni und Nanni von Enid Bloiden, die gute Dame. Peggy heißt der Spieler, das bin nämlich ich, meine Wenigkeit, Peggy. Nicht Pizzi, nicht Patchy, nein, Peggy. Vielen Dank an der Stelle an Beatrice und an Judith, die mir dieses fantastische Spiel zur Verfügung gestellt haben. Ich hatte jetzt ein bisschen Struggle, das Spiel aufzunehmen, weil das geht mal wieder nicht unter den normalen Umständen. Das erklärt auch den Grund, warum ihr jetzt auf der linken und auf der rechten Seite so einen urhässlichen schwarzen Rand habt. Ja, das tut mir sehr, sehr leid. Normalerweise kann ich das Bild immer stretchen. Stretch, stretch, sodass es sich über den ganzen Monitor verzwurbelt. Falls ich das Bild jetzt gestretcht habe, dann vergesst alles, was ich gesagt habe. Falls ich keine Lust hatte, es im Nachhinein noch zu stretchen oder es aus technischen Gründen nicht geht, habt ihr diesen schwarzen Balken. Ich bitte auch dies zu entschuldigen. Dafür habt ihr dann aber erstmals die richtigen Proportionen von Hanni und Nanni in dem Spiel, weil sonst sind die einmal gestretcht auf 16:9, ne? Weil irgendwie jemand gedacht hat, breit ist deutlich das bessere schmal. Ja, ist schmal das Ding? Schmal ist das, das mir fällt ein Opposite, Gegenteil. Ja, gut. Okay, wir starten. Hanni und Nanni, was ist los bei Hanni und Nanni? Und los. Und da rödelt auch schon die CD im CD-Laufwerk. Und wir sind hier wieder an dem Haus des Geschehens. Hallo, herzlich willkommen auf Lindenhof. Servus. Darf ich vorstellen, wir sind Hanni und Nanni. Ja. Auch genannt die Sullivan-Zwillinge. Wir hätten das vielleicht zuerst spielen sollen? Wir hätten das erste Spiel vielleicht zuerst spielen sollen? da hätte sich nämlich... Okay, jetzt sind sie weg. Mhm. Okay, das war das Spiel. Danke fürs Zugucken. Das war Hanni und Nanni oder auch genannt die Sullivan-Zwillinge, die jetzt einfach mal wieder aus dem Bild rausmarschiert sind. Ich weiß nicht direkt... wieso sie etwas dergleichen tun, aber dennoch tun sie es. Ja? Nun stellt sich mir die Frage, wo sind sie dann? Ja? Wo sind Hannelore und Marianne-Lore? Und was ist das hier unten? Dieser Button, ich drückte ihn gerade. Das ist wieder, okay, das ist die Lautstärke, da geht's zurück. Oh, das war eine Hi-Hat. Oh, hallo, hallo. Unser schönes Internat Lindenhof. Wo kommst du denn her? Links die Tennisplätze, dahinter das Hockeyfeld und rechts das Haus, in dem ein Teil der Lehrerinnen wohnt. Die Schule ist seit vielen Jahren in diesem alten Herrenhaus angesiedelt. Wir sind sehr froh, dass wir jungen Mädchen in dieser schönen Umgebung Raum zum Lernen und zum Erwachsenwerden geben können. Was heißt das denn? Aber genug geredet. Ich muss weiter. Moment. Was heißt das denn? Wie Raum zum Erwachsenwerden. Moment, halt, stopp. Okay, erstens mal, es gibt Tennisplätze und ein Hockeyfeld? Wow, wieso dürfen wir noch nie auf den Tennisplätzen oder auf dem Hockeyfeld? Da hätten wir doch die Pferde hinstellen können. Also, zum Verständnis, das ist Hanni und Nanni Teil 1. Deswegen erklären die das jetzt alles so schäbs. Es ist vielleicht meine Schuld, dass wir das nicht zum ersten gespielt haben. Für diejenigen, die jetzt aber neu auf dem Kanal sind, ist es natürlich total genial, weil du schaust jetzt das zum Teil 1 und dann kannst du dich freuen, weil wir Teil 2 und Teil 3 natürlich auch noch durchgeballert haben und das kannst du dir dann im Anschluss anschauen. Hier wohnen also Lehrer. Guck mal, jetzt ist das erste Mal, dass wir ein bisschen mehr über dieses ganze Gebäude erfahren. Also hier hinten sind Tennisplätze und eine Hockeyanlage. Dann ist das der Schulbetrieb. Ja, mit lächerlich vielen Schornsteinen, wie mir gerade auffällt. Ich weiß nicht, was das soll.
Und hier ist das angrenzende Wohnhaus für Lehrer. Und Hani und Nani sind irgendwo Richtung Wiese gegangen. Oh, Carlotta im Tennis-Outfit. Wir brauchen noch Verstärkung für unser Tennisteam. Ich bin der Team-Captain. Ich würde mich freuen, wenn du mal vorbeikommst. Die Stimme. Wir trainieren immer nach dem Abendessen. Die Stimme ist wieder da. Ciao. Ja, ciao auch, Alter. Wo gehst du hin? Wetten, wenn wir da hinterhergehen, ist sie da nicht drin? Pass auf, pass auf. Im Speisesaal treffen sich alle Bewohner von Lindenhof dreimal täglich zu den Mahlzeiten. In den Zeiten dazwischen und am Abend kann der Raum von Lehrerinnen und Schülerinnen für ruhige Aktivitäten wie gemeinsame Hausaufgaben oder ein Gesellschaftsspiel genutzt werden. Oder zum Löcher in die Luft gucken, wie Carlotta das gerade macht, weil sie offenbar keine Freunde hat. Ja, das ist natürlich ein bisschen traurig. Carlotta, hast du keine Freunde? Nein? Oh, naja, ich gehe dann auch mal, ne? Ciao. Ciao. Grüß dich, ich bin die Hausmutter. Ja, servus. Ob Hunger, Heimweh oder Kummer, ich bin immer für euch da. Aha, die Hausmutter also. Alles klar. tschüss, ne? Servus. Jetzt kommt ihr von links ins Bild, ihr keine seid rechts Zeit, rausgegangen. Wir müssen uns sputen. Ihr geht doch immer nur im Kreis. Die laufen hier rechts raus, hinter der Kamera rum und kommen von links wieder ins Bild. Guck mal, das kann ich auch. Seht ihr das? Guck mal, wie ich das kann. So, njom, und wieder links durch. Njom. Oh, jetzt kommt er auch von rechts. Oh, und wieder von, oh, und, Moment. Ja, gut. Genug des Spaßes mit den Kameraperspektiven. Auf jeden Fall laufen sie immer im Kreis hier rum. Ich weiß nicht direkt, wieso sie das tun. Hier in der großen Halle spürt man noch viel von... Schisch. Ey, du bist doch gerade draußen rumgelaufen. Wenn du Zeit hast, schau doch mal in unserem Zimmer vorbei. Hannelore, du bist doch... wo gehst du denn? Da ist nur eine Wand, du kannst doch nicht einfach jetzt hinter der Wand verschwinden. Aber die Perspektive ist jetzt anders, ihr merkt es. Das ist das Rektorenzimmer, das ist ihr Zimmer da hinten, das ist ein zusätzlicher Raum. Was Bullshit ist, weil wir haben in den nächsten Teilen erfahren, Zimmer... Treppe, ja? Zimmer, Treppe und nicht Zimmer. Und sie ist nach rechts weggegangen und ich weiß nicht, wohin sie gegangen ist, aber ja, wir blicken mal einen Blick in ihr Zimmer. Wer in Fast Gottes Namen bist hier du? Fast alle Mädchen führen Tagebuch. Und viele haben ein Freundschaftsbuch, in das sich alle ihre Freundinnen eintragen. Krasses Kinn, Alter. Krasses Kinn. Was ist hier drunter? Was ist da drin? Malsachen? Hier fehlt doch noch was. Die Kiste ist leer. Keine Mitternachtsparty ohne Geburtstagskuchen. Was? Ich glaube, Foreshadowing. Hier fehlt doch noch was. Ja, anscheinend gibt es irgendeinen Geburtstagskuchen. Halt, stopp. Ich will nur was testen. Jetzt Unsere ist Ellie Zimmer auf einmal sind da. Eigentlich ganz gemütlich. Zwar dürfen wir sie nicht einrichten, wie wir wollen, aber jeder darf über sein Bett Poster aufhängen. Und jeder hat seinen eigenen Schreibtisch. In den Schubladen ist Platz für Privates wie Briefe und Tagebücher. Verstehe. Privates. Nur in den Schränken ist nicht genug Platz. Ja. Für dich nicht, Ellie. Weil du so viele Klamotten hast. Für alle anderen reicht das. Also ich habe jetzt in drei Spielen euch alle nur mit denselben Klamotten gesehen. Also so viele können es nicht sein. Und Ellie hat immer nur dieses Kleid-Rock-Ding und solche Pantoffeln an. Naja. Ist das jetzt Hannelore, Marianne-Lore? Ich weiß nicht. Oh, ich konnte doch da noch draufklickern. Der Radio geht nicht. Leute, keine Radio-Gesangsanlagen in diesem Spiel. Das macht uns alle sehr traurig. Überall im Internat hängen Roy Bernhard-Poster und Pferdeplakate. Denn Roy ist der Lieblingssänger der Mädchen und Tiere lieben sie alle. Aber leider sind im Internat keine Haustiere erlaubt. Ja, das sehen wir noch. Das sehen wir noch in Zukunft. Fräulein Rektorin, ne? Roy Bernhard also, ja? Überall im Internat hängen Roy Bernhard-Poster und Pferdeplakate. Und Pferdeplakate. Denn Roy ist der Lieblingssänger der Mädchen Roy und Tiere. Ist der Lieblingssänger. Eine Decke, die ist doch super für die Mitternachtsparty. Ich weiß noch gar nichts von irgendeiner Mitternachtsparty. Da gab es immer so eine Hörspielkassette, die habe ich als Kind sehr gern gehört. Ich glaube, das hieß auch Mitternachtsparty mit Hugo, dem Schlossgespenst. Wenn ihr das kennt, schreibt mir das mal in die Kommentare, ob ich da richtig liege oder nicht. Ansonsten habe ich was verpasst. Wir machen eine Mitternachtsparty
Und woher kommst du und warum ist sie im nächsten Teil nicht mehr da? Passiert etwa in Teil 1 ein grässlicher Mord oder ein Unfall, sodass diese junge Dame oder sie ist mit ihrem Kind irgendwo... Na gut, also wir gehen jetzt raus. Oh. Hier oben sind die Schlafräume der Mädchen und mein Büro. Oh. Da, okay, alles klar, Professor McGonagall. So, wir gehen mal hier rein, ja? Das ist ihr Büro, habe ich gehört. Ein Teflophon, hallo. Ich rufe mal gleich den Notruf. Wegen Verdachtsfall auf Gruppenbildung und das in Corona-Zeiten. Da waren nämlich zwei gerade mit weniger als eineinhalb Meter Abstand. Das muss zur Anzeige gebracht werden. Und zwar ASAP, wie man sagt. Hinten links, das ist unsere Tür. Und nicht anders. Hinten links, aber ja. Aber Vorsicht, nicht mit der Tür davor verwechseln. Da ist das Büro der Direktorin. War ich auch schon drin, Schwestern. Und die hasst Überraschungsbesuche. Was? Wieso? Wo geht ihr denn immer hin? Hört mal auf damit. Wo, die müssen sich jetzt hier hinter dem... Das, ihr seht ja, wie viel Platz da ist. Also hier, entweder sie gehen da in die Richtung in eine Tür, wo ich nicht weiß, was das ist und warum sie da hingehen sollten. Oder sie verstecken sich hier hinter diesem Vorsprung. Hier stehen Hanni und Nanni jetzt so und verstecken sich, bis ich in ein anderes Bild gewechselt bin. Na gut, wir gehen mal runter. Angeblich gibt es eine Mitternachtsparty. Ich weiß von nichts, aber wir schauen mal. Was ist das? Ah. Komm ruhig rein. Hier findet der Chemie-, Physik- und Biologieunterricht statt. Ach. Ich bin Frau Roberts. Ich dachte, Klassenlehrerin. Pferdeunterricht findet hier und statt. Und einzige Chemielehrerin der Schule. Hat sie nicht beim letzten Mal dasselbe gesagt mit irgendeiner Pferdekundlerin oder sowas? Aha. Das ist also der Chemie- und Biologie- und Physikraum. Das lief wohl nicht so gut und deswegen hat man hier Pferdekundewissenschaften draus gemacht. Ich verstehe. Halt, was suchst du denn da? Das ist doch gar nicht dein Platz. Ali Spirali suche ich. Falls... Oder nein? Ich hatte da meine Vitamin-C-Bonbons, hatte ich da liegen lassen. Falls ihr nicht versteht, um was es geht, guckt euch bitte TKKG-Film ab an. Ein unfassbar lustiges Let's Play. Blüte, schematisch dargestellt. Das ist gerade das Thema in der fünften. Übrigens, noch, also falls es euch nicht aufgefallen ist, warte mal, kann ich jetzt gar nicht unterschreiben, das ist ja gar kein Kiddings-Spiel. Nee, guck mal, das ist gar kein Kiddings-Spiel. Da hat, in den Bleiten. Kennen hat nichts mit Kiddings zu tun. Ja, gut, Leute. TKG aber schon, deswegen. So, okay, was ist das? Wir nehmen gerade Säuren und Basen durch. Ich habe die Formel für von Chlorwasserstoff in Wasser an die Tafel geschrieben. Und in der nächsten Woche schreiben wir eine Chemiearbeit. Oh. Da werden wir ja sehen, wer was behalten hat. Ja, das werden wir dann sehen, wer was behalten hat, nicht wahr? Ja, die machen die ganze Zeit nur Unfug in meinem Unterricht, aber das werden wir sehen. Das sind immer die Lehrer, die sich mit schlechten Noten an den Schüler rächen. Kennt ihr das auch? Leute, schreibt mal, ich kenne das nämlich auch. Kennt ihr das auch? Schreibt mir das mal in die Kommentare, ob ihr während eurer Schulzeit, also jetzt oder dann damals, das kennt, dass Lehrer sich per schlechten Noten bei den Schülern rächen. So nach dem Motto, ich weiß, du bist jetzt vielleicht krank, ja, aber das werden wir dann sehen, wenn du deine Matheaufgaben schreibst, ob du das dann hast. Ja, aber ich war krank. Ja, das kann ja jeder sagen. Oder wenn man einfach gelangweilt ist oder sowas von dem unfassbar langweiligen Lehrer. Ja, das werden wir dann sehen, wie langweilig du Mathematik findest, wenn wir nächste Woche die schwerste Schulaufgabe aller Zeiten schreiben. Und du denkst dir so, damit ist keinem geholfen. Pädagogisch auch höchst fragwürdig. Und wir zwei, du und ich, sehen uns beim nächsten Mal wieder, wenn es wieder heißt Hanni und Nanni, was ist eigentlich los bei Hanni und Nanni? What's up with Hanni und Nanni, schätze ich mal, heißt das auf Englisch. Wenn es das überhaupt auf Englisch gibt. Und lustig ist, Beatrice hatte ja über das Bild, also über die, als sie es geschickt hat, hat sie den Aufkleber mit ihrem Namen, klug, oder was ist Beatrice? Ich weiß nicht. Nee, ich glaube, das ist nicht Beatrice Schrift. Hat sie das über das Gesicht von Hanni geklebt. Und das ist ein bisschen lustig. Das sieht so aus, als wäre das zensiert. Auf dem anderen, das von Judith, da sehe ich das natürlich. Noch ein paar Infos, wenn wir jetzt die Folge beenden zum Spiel. Dieses Spiel ist aus dem Jahr 1999, meine Lieben. 1999, das ist ein Rekordaltersdings. Ich glaube, wir haben noch nie so ein altes Spiel gespielt, oder Leute? 1999, schreibt mir mal rein, gab es euch da schon oder wart ihr da erst in Planung oder
Hier kleben die Seiten so ein bisschen zusammen. Das ist aber nicht so schön. Ja. Also. Bis dann. Tschüss, ne?